Hallo Leute, willkommen zurück zu Stalker Clear Sky. Ja, in der letzten Folge sind wir hier unten gestartet und sind zurück zur Müllhalde gegangen, wollten zum Agroprom-Forschungsinstitut gehen, sind aber erstmal wieder zurück in den Kordon gerannt. Und zwar hier über diesen Weg, da wir von einer Anomalie-Psi-Mission verfolgt wurden. Jetzt sind wir im Agroprom-Forschungsinstitut angekommen, haben aber das Problem, dass hier vorne der Kommandant des Außenposten wahrscheinlich tot ist. Also ich kann nicht mit ihm sprechen. Und ja, wir sammeln jetzt erstmal die Stashes ein und dann schauen wir mal weiter. Nächste Stash liegt vermutlich da im Baum. Ich mache auf jeden Fall mal einen Quick Save. Okay. Da ist er tatsächlich. Wow, 200 was? 7,62x54 pp Maschinengewehrmunition. This design makes it unfit for use in sniper rifles, so it used only with the PKM Machine Gun. Das kann nur mit der PKM benutzt werden. Und ein PS5M Universalschutz. Hier haben wir natürlich schon einiges aufgebessert. Vielleicht ist der am besser. Könnte, oder welchen haben wir? Wir haben den Seva-Anzug, oder? Ne, Seva ist eigentlich schon ganz top. Er ist auch weniger wert, also wird er wahrscheinlich auch schlechter sein. Wie viel Gewicht haben wir denn? 140? Ja gut, das geht noch. Gut, hier drin wahrscheinlich, ne? Da im Rohr, ja, genau. Brandmunition, 7,62x51 API. Und nochmal ein PS5M Universalschutz. Jetzt war natürlich gerade so überladen. Dann laufe ich ja mal vorne zu denen hier zurück. Und, ach, Waffe mal wegstecken. Ich versuche mal eben denen was zu verkaufen. Zum Beispiel einen Anzug. Ja, sogar beide kann ich denen verkaufen. Und... ich bin ganz ohr. Die MP443 könnte haben. Soll ich hier etwa für uns beide reden? Die Pernach weiß ich noch nicht, weil eigentlich bin ich am überlegen, ob ich vielleicht Maschinenpistole nehme. Gibt ihnen beziehungsweise als Zweitwaffe generell Pistolen, anstatt... also wirklich so klassisch Pistolen, anstatt diese Maschinenpistolen. Gut, du hast gewonnen. Weil es optisch, finde ich, ein bisschen ansprechender ist. Die kann er sich eh nicht leisten. Okay, er ist danach eh pleite. Schauen wir mal. Die Aufmerksamkeit in Person ganz ohr. Kaufen wir noch irgendetwas? Ich weiß nicht, ob ich die... auf und gib einen Wuchs von dir. Brauchen wir die nicht. Dann nehme ich dafür einen Verband. Ich verkaufe die Aufmerksamkeit in Person. So, die AK-200 wollte ich ja noch behalten. Wollte ich es mir nochmal überlegen. Und was ist denn hier hinten so los? Banditen, Mutanten, zombifiziert. Banditenziel Hinterausgang. Mutanten. Gut, wir gehen mal, würde ich sagen. Ach, wie steht. Was steht denn hier eigentlich? Bei Werkzeugkasten unter Waggon. Okay, dann schauen wir da nochmal. Wenn er unter dem Waggon ist. Da habe ich auf jeden Fall nichts gesehen. Aber. Wer weiß, ne? Oh, die klassische Stalker-Musik. Schön. Ach, da liegt er. Schau mal einer an. Da kommen wir aber von hier wahrscheinlich nicht dran, ne? Nee. Dann gehen wir mal hier rum. Da ist er. Ja. Bisschen Brandmunition auch nochmal. Also ACP-Brandmunition und eine GSH-18. GSH-18 ist eine halbautomatische 9x19-Pistole, die vom KBP Instrument Design Bureau in Tula in den 90ern entwickelt wurde. Ihr Name ist eine Abwandlung von dem Namen der Designer Gryajev und Jibunov. Die Nummer 18 kommt von der Magazinkapazität. Wenn sie mit der neuen panzerbrechenden 9x19mm 7N21 Munition genutzt wird, ist sie die beste 9mm Pistole in der Zone. Okay. Das ist gut zu wissen. Wo ist die N? GSH. Ja.
sind schon die Werte nicht schlecht, aber, ne? Schauen wir mal eben an. Hört sich natürlich auch irgendwie geil an. Ich glaube, die behalten wir mal eine Runde drin. Habe ich mal Lust drauf. Warum auch nicht? So, dann gehen wir, würde ich sagen, hier rüber. Rickmans Rucksack holen. Und danach den letzten Stash dann holen und dann schauen wir mal, wie wir hier denn weiterkommen. Am besten. Da oben liegt wohl jemand drauf. Kommen wir hier irgendwie. Hier könnte man vielleicht auf der anderen Seite runterkommen, oder? Wir könnten hier auf den Zaun springen und hier runter. Genau. So, Moment, da waren Mutanten. Können eigentlich gerade drauf zulaufen. Wenn nichts in den Weg kommt. Oh, lad ein bisschen schneller nach mal bitte. Ich weiß, ne, er hat uns noch nicht gesehen. Snorks. Snorks mag ich gar nicht. Wie wir wissen. Aber scheinbar hat er sich verpisst. Zumindest ein bisschen. Ach, wir müssen noch viel weiter. Okay. Das war, glaube ich, knapp. Da hätte auch knapp... Also hätte auch, hätten wir auch anfangen können zu looten. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Okay. Gehen wir mal weiter. Na, da. Ja, da sehe ich schon eine Anomalie. Da ist sie. Irgendwo hier muss dann der Slash sein. Ah, ich stehe genau drauf, okay. Was ist das? Ein PSC... PSZ 9D Wächteranzug. Der sieht gar nicht mal schlecht aus. Wenn wir den noch ein bisschen aufwerten, dann ist der bestimmt ziemlich top. 20.000. 62.500. Ja gut, vielleicht auch durch die Aufwertung, oder? Keinerlei Schutz vor Anomalien. Startmäßig ist kein Artefaktbehälter integriert, kann auf insgesamt 2 aufgewertet werden. Ja, okay, weniger Artefaktbehälter, aber natürlich definitiv viel mehr Panzerkappe und Reißer. Und ja, ja, also naja, der Anomalieschutz ist immer so eine Sache. Ist der jetzt wirklich so wichtig? Könnt ihr gerne mal schreiben, ob der Anomalieschutz hier überhaupt so wichtig wird, wie in, ja, zum Teil in Shadows of Chernobyl. Deswegen... hier rüber, aber ich glaube, es liegt, oder? Nee, hier hinten liegt der Slash. Sieht natürlich auch sehr einladend aus. Muss man wahrscheinlich wieder übers Auto springen, oder? Kann das sein? Nee. Ah, da hinten ist es. Das sehe ich schon. Nochmal eine GSH-18. Ordentlich Munition. Na, hier stehen wir aber gut. Ah, ein bisschen Glück gehabt. Okay. Oh, da steht ein Heli. Hm, schick. Gut, das war's an Slash. Ja. Gut, dann würde ich vielleicht sogar sagen, wir gehen nochmal hier hin, holen das Spezialmedikit, bringen die Verbesserung, falls wir schon welche gefunden haben, holen hier noch unsere Belohnung ab. Und werten mal den Wächteranzug auf. Was haben wir denn an Kohle mittlerweile? 30.000, das könnte ein bisschen knapp werden. Aber sollte vielleicht klappen. Problem ist jetzt natürlich, hier ist gerade kein Ortskundiger, so wie es aussieht. Das heißt, wir müssen definitiv zur Müllhalde, also bis zur Müllhalde zurück. Wir können mal schauen.
können ja vielleicht... Oder wir könnten auch hier entlang gehen. Hier unten. Gehen wir erst zum Süden. Das machen wir auch. Genau, das machen wir. Eine kleine Rundreise. Ja, es tut mir leid, normalerweise hätte ich jetzt mal nachgeguckt, was man dann machen kann oder ob das ein bekannter Bug ist oder wie, wo, was. Aber da ich gerade halt einfach keine Zeit habe, es tut mir leid, ich muss halt wirklich noch ja, ein bisschen vorarbeiten. Das war knapp. Ein bisschen vorarbeiten für das Wochenende. Und beziehungsweise jetzt für Montag auch noch. Zweimal nachgehen, ja. Daher geht das leider nicht. Okay. In Sümpfen, in den Sümpfen waren wir ja schon länger nicht mehr. Ja gut, was heißt länger? Ein paar Folgen, aber... Gut, wir schauen mal. Wir stehen jetzt genau hier. Wir sehen jetzt sehen wir wieder welche. Da sind auf jeden Fall noch Abtrünnige. Aber die sollten ja eigentlich kein Problem sein für uns. Ich glaube, ich probiere mal da in den Waggon zu kommen. Wenn hier vorne eine Anomalie ist. Das sieht natürlich auch die ist geil platziert. Dass hier die Gleise rausspringen. Wirklich, als wenn da was eingeschlagen wäre. So, wir schauen mal. Da sind sie. Dann nehme ich, glaube ich, erstmal die Mosin. Ach, warum bleibt er stehen? Okay, einer ist noch da. Aber wo genau? Ich sehe ihn auf jeden Fall nicht. Kann man auf der Map schauen. Müsste auf jeden Fall jetzt noch vor uns irgendwo. Da. Ja. Nee. Hab mal blind reingeschossen, hat aber auch nicht getroffen. Der hat getroffen. Sehr gut. So, dann nehme ich mal die Shotgun rein. Ich glaube, das MG nehme ich doch nicht. Das sieht mir ein bisschen zu... Ja, der Shotgun ein bisschen zu ähnlich. Naja gut, ich kann halt nicht untersuchen. Ist auch in Ordnung. Werden wahrscheinlich eh nichts Interessantes dabei haben. So, Versteck haben wir nochmal gefunden. Die hier kann ich mal fallen lassen. Dann können wir auch noch genug tragen. Und wir könnten die Stashes nochmal abklappern. Genau, das wäre noch eine Idee. Die restlichen. Das machen wir. Und für hier drüben einer einmal. Oder, ja. Einmal ein Stash irgendwo. Ja, da kommt er gut. Da liegt auch ein Leich in der Nähe. Hier mitten im Sumpf? Jo, echt. Durchsuchen. Jo, naja, ne. War jetzt nicht so toll. Die hier kann ich mal fallen lassen. Ja, wiegen auch ein bisschen zu viel. Ganz bisschen aber nur. Wobei, wenn wir die anderen Stashes holen wollen, schon wieder viel zu viel. Ich würde sagen, wir werfen mal eine, reicht? Ja, erstmal eine Granate weg. Da haben wir noch einige. Gut, dann gehen wir mal hier runter, holen den Stash. Du. Okay. So, müsste passen, ne? Genau. Kommen wir dann hier durch. Das sieht ganz gut aus dann. So, mal schnell einen Energy Drink reinknallen. Und... Ja, der ist mittig im See scheinbar. Dann gehen wir mal hier hin. Da wird er wahrscheinlich drauf sein.
Ja, da ist er. Eine vor 12, bisschen Munition, Strahlungsschutz und ein Medikit. Ja, gut, so super Slashes gibt es hier halt auch nicht unbedingt. Halt, da wollte ich gucken. So, die Ford kann weg. Und so, mein 9x19. 9x19 JHP. Dann schmeiß ich hier einfach mal noch 1-2 weg. So. Dann wäre der nächste Slash da drüben. Da wäre noch einer danach und da. Okay. Gut. Gehen wir erstmal hier runter. Moment. Genau, hier vor rechts. Also da entlang. Einfach hier hin. Und... ja. Und da haben wir's. Da ein Baumstamm wahrscheinlich. Auch wenn man ihn kaum erkennt. Ja, genau. Die Munition wieder. Die Waffe kann direkt wieder weg, oder? Ja, die kann weg. Entladen wir noch, fallen lassen. Jetzt sind wir natürlich wieder überladen. Nee. Na ja, gut, eigentlich brauchen wir... Ach, wir haben noch hier noch ein GSH liegen. Auch weg. Wir haben ja noch eine. Ja, jetzt die Frage, was tun wir natürlich hier weg? Irgendwas müssten wir weghauen. Vielleicht die AK. 200, ja, will ich eigentlich ungerne. Ich würde sagen, wir essen einmal was. Lassen. Wie viel wiegt das eigentlich? 0,3? 0,5? 0,3. Dann haue ich die auf jeden Fall alle weg. Und... ich schmeiß Brot auch mal weg. Können wir uns zur Not neu kaufen, das ist ja nicht sehr teuer. Und genau, dann gehen wir hier unten hin. Gehen wir wahrscheinlich hier rum. Also in die Richtung. So, Wasser. Wasser ist in Sümpfen nie gut. Ja, hallo. Sieht gut aus. Oh. Okay, ich wollte eigentlich hier lang, aber dann gehen wir halt über die Stege, ist auch in Ordnung. Ja. So. Ups. Nicht ins Wasser. Na gut, wäre jetzt wahrscheinlich für das bisschen, was wir da durchs Wasser gelaufen wären, wäre es nicht schlimm gewesen. Aber, naja, besser ist es. Okay. Ah, hier haben wir einen kleinen Safe. Ja. Ne? Ich plündere zwar mal, aber fallen lassen. Und einmal fallen lassen. Der nächste Stash ist dann ganz da unten. Den könnten wir eigentlich auch holen, wenn wir den Stash holen. Wenn wir beim Militär sind. Das wird es ein ganz bisschen abkürzen. Dann gehen wir jetzt nämlich zur Stock, also zur Clear Sky Basis. Und wobei, was bekommen wir denn da überhaupt nochmal? 57 Rubel, aber ich weiß nicht, ob wir Speicherstick mit Daten über eine Mündungsbremse für Maschinenpistolen. Haben wir den? Verstärkten Körperschutz. Sieht nämlich nicht so aus. Das ist nämlich der PDA, Fangs PDA. Ne, den haben wir gar nicht, dann gehen wir da nicht runter. Ne, sehe ich jetzt nicht ein, dann gehen wir wieder hier hoch. Zum Cordon zurück. Wobei, wir könnten eigentlich... Wir probieren es nochmal. Da am MG lang zu kommen. Warum nicht? Warum nicht? Machen wir mal. So, war das hier jetzt oder... Ne, im nächsten ist dann noch ein Stash.
Clear Sky ist ja auch ziemlich ausgestorben, ne? Oder ist es gerade einfach nur ein Bug? Dass hier keine Spawn oder keine... Na gut, was heißt kein Spawn? Ja, wirklich kein Spawn eigentlich. Beziehungsweise, ja, Spawn und tot sind. Denn normalerweise ging es hier ja immer gut ab. Oder hat das vielleicht auch irgendwas mit Story zu tun oder so? Keine Ahnung, kann auch sein. Dass sie die Sümpfe jetzt aufgegeben haben und... Keine Ahnung. So, hier liegt wieder was. Medikit, 3 Energy Drinks und 3-mal Futter. So, lasse ich 3-mal direkt wieder fallen. Und dann gehen wir in Richtung... MGs. Ich mache aber auf jeden Fall nochmal ein Quick Save. Nehmen auch schon mal die Mosin raus. Denn wir werden wahrscheinlich viel mit der Mosin machen. Und wenn da jetzt noch einer am MG steht, könnten wir es vielleicht sogar schaffen, ihn mit der Mosin wegzuholen, wenn man durch den Schlitz durchschießen kann. Das weiß ich noch nicht genau, aber ich vermute schon. Und wenn die Sicht ein bisschen besser ist. Das letzte Mal waren ja viele Bäume davor. Das Dash ist direkt. Direkt da. Ich mach mal einen Quick Save. Probiere erstmal einen Dash zu holen. Da haben wir noch 60 Schuss. Daten über Repetiermechanismen für Schrotflinten, okay. Und eine Granate. So, jetzt schauen wir mal. Ich sehe natürlich gar nichts gerade. Ich mach nochmal Quick Save, bevor ich rausgehe. Da müsste er dann sein. Da ist er. Okay. Entweder ist es von der Reichweite nicht hoch genug, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, oder wir haben wirklich nicht getroffen, aber die haben auch nichts gemerkt. Hier ist jetzt wie ein Busch. Ja, ich kenne da nichts. Ja, Nachtsicht. Bringt auch nicht viel. Oh, da steht keiner im G, das kann auch sein. Ja, machen wir es so. Sniper mal eine Runde. Ja. Treffen sollte... Ey, hallo? Das gibt's nicht. Da unten? Nee, der ist tot. Da war immer noch zwei in der Gegend. Nein! Getroffen, ne? Ich habe getroffen, tatsächlich. Geil. Es darf nur kein neuer rangehen. Muss man unbedingt drauf achten. Deswegen nehme ich mal die M4. Mache. Ja, ich mache einen Quick Save. Und gehe mal vorne. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob man hier gerade Minen großartig sieht. Liegt ein Medikit. Okay. Munition, ein bisschen
Knall. Na, stirbt doch. Wir halten auf jeden Fall ein bisschen mehr aus. Ich habe ja mehrmals getroffen. Schießt er durch die Wand? Könnte sein, ja. Immer mal ein paar Leute wegholen. Okay, nochmal Quicksave. Den stört scheinbar nicht, dass sie gerade angegriffen werden. Die scheinbar auch nicht. Da ist schon ein bisschen buggy hier gerade alles. Er schießt scheinbar durch die Wand. Gut. Ich glaube, ich nehme mal schnell AK. Gefällt mir etwas besser. Auf kurze Distanzen. Scheint nicht zu sein. Sollen wir so wieder mitnehmen? Okay. Wahrscheinlich hier drin, ne? Außen war noch einer. Oder wo? Ich meine, ich hätte hier draußen gerade einen roten Punkt gesehen. Hier auf jeden Fall nochmal. Oh, ein paar Strahlenschutzmittel. Medikits. Hier scheint keiner zu sein gerade. Quicksave, und rennen wir hier rein. Oder gehen wir hier rein, eher gesagt. Hier in der Kiste noch was? Ja, eine Menge. Jetzt fangen wir ein bisschen an zu looten schon mal. Was hat er? Er hat einen Thunder. Brauche ich nicht. Wobei, die könnte ich doch mal mitnehmen, überladen sind wir eh schon. Könnte ich verkaufen. Damit wir ein bisschen Geld haben. So natürlich alles mit. Und dann was war eine A94, okay. Nehme ich auch mit. Was hast du hier? Auch eine A94, nehme ich auch mit. Wie viel sind wir? 165. Ich glaube bei 200 kann ich nicht mehr laufen. Ich glaube, da war das. Ja, nehme ich auch noch mit. Ich frage mich die ganze Zeit, wo der eine noch ist. Na, nur noch die Sturmgewehrmunition mit. Jetzt bin ich so schwer. Ne, 175, okay. Dann... Was ist mehr wert? 6000... 9800, dann lasse ich die einfallen. Da liegt noch eine Thunder. Und diese Munition. Dann nehme ich dann mit, dann lasse ich wieder hier eine fallen. Okay. Ich weiß, wie man zieht.
Beziehungsweise noch nicht ganz, aber jetzt gleich überziehe ich. Aber ich will es hier eben noch fertig haben. Auch noch. Haben die noch welche? Aha. Weiß, wo der Penner ist. Der steht am MG. Der Arsch steht am MG. Dann damit die hier wieder weg. So, wie sieht es jetzt aus? 174,5. Das passt doch ganz gut. Ja, bevor wir hochgehen, mache ich nochmal einen Quicksave. Okay, er steht nicht am MG, er steht beim MG. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. So, nochmal durchsuchen. Ja, okay. Oh. Der große 1, okay. Ist die irgendwie anders als die... Ach nee, die heißen ja einfach nur anders. Ich dachte, es wäre auch eine Thunder. Die AK-74M ist auch billiger. Also weg damit. 0,1 wiegen wir noch zu viel. Okay. Dann hauen wir, würde ich sagen, wo haben wir denn extrem viel Munition? Eigentlich nicht. Wir können hier ein, zwei Flaschen fallen lassen. So, eine weg. Und holen jetzt drüben noch das Medikit. Und dann mache ich ein Safe und das war's für diese Folge dann. Ich denke, ich werde dann eben nochmal selber schnell zu Sidorovic hinlaufen. Damit wir das in der nächsten Folge nicht wieder haben. Moment, wo soll denn das liegen? Das oben drauf liegen oder was? Das sieht ja mehr nach oben aus als nach allem anderen. Kann man da hoch? Nee, da kann man doch nicht hoch. Ich spring mal kurz. Oder weil das hier... Ah, wahrscheinlich hier oben drin, ne? Spezialmedikit, ja. Gut, haben wir das. Gut, ich laufe dann zurück. Sag für diese... beziehungsweise, ja, für diese Folge... Tschüss. Also vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar da. Und... Eieieiei. Schön. Ja, und bis zum nächsten Mal bei Stalker Clear Sky.